Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei Silent Hill im Gang der Träume. Bevor jetzt irgendwas passiert, werde ich höchstwahrscheinlich nochmal speichern. War hier, ne? Das war das Kinderzimmer. Jawohl. Einmal nochmal den Spielstand erneuern. Damit, was auch immer jetzt gleich in der Tür gegenüber passiert, mich absolut nicht juckt. Vielleicht ist es auch wieder irgendein Dämon, der mich nicht will. So. Und, okay. According to plan, sheltered in the womb. But it's not done yet. Das ist doch Kaufmann da links, oder nicht? That is why the seed lies dormant. And what soul remains captured in that husk is buried deep down in the subconscious. Are you trying to say it won't work? That wasn't our agreement. No, no, these are just stalling tactics. If we lend a hand, we will be able to get power. Never fear, the promise shall not be broken. But the power we could draw now will be very weak. Almost nothing. Unless we get the other half of the soul. We'll use a magical spell. Feeling this child's pain, it's sure to come. But that will take time. Ich bin sehr verwirrt, tatsächlich. Aber das war doch Kaufmann, oder? Lisa Kaufmann? Sind wir hier einem Komplott auf der Spur, meine Damen und Herren? Ich bin mir nicht sicher. Was haben wir denn hier? Alessa, okay. Ist Alessa das Kind oder die Mutter oder wer auch immer? Sollte ich das sehen, damit der Dämon beruhigt ist? Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, mir diesen Dolch zu schnappen. Ich werde nochmal speichern einmal. Jetzt habe ich ja wieder irgendwas gesehen. Unter Umständen wird das ausreichen, um den zu besänftigen oder so. Oder ich muss irgendwie vorher nochmal was machen. Ich habe keine Ahnung. Ein Glied in der Kette fehlt. Der Dolch. Ja, da ist er wieder. Statt jetzt einfach durch die Tür zu gehen, weißt du? Ist auch scheiße. Harald. Das ist ja nicht ausgestellt, sonst kann er entweder holen oder später Ärger machen, wenn der Ton des Reiters verstummt, kann sicher sein. Also. Ich weiß nicht, ob das ein situationsbedingter Tipp war, aber wirklich geholfen hat er jetzt auch nicht. So. Ich habe alle möglichen Symbole. Du besitzt einen Geisterschutz, Schicksal. Kann ich das schon mal einsetzen, alles? So, das ist verwendet. Das ist verwendet. Der Ring ist bestimmt auch eins. Nicht? Okay. In dem Fall fehlt tatsächlich noch ein weiteres Artefakt. Dann noch irgendwas in dem Raum, in dem ich jetzt war, wo ich dieses, was auch immer das war, Ritual oder wo beschlossen wurde, dass man jetzt mit Zaubern arbeitet, ist da noch irgendwo was? Das Bett vielleicht? Naja. Der Tropf. Kann ich wieder irgendwas fotografieren oder so? Das Bild sieht aus, als würde es so ein bisschen vorhängen. Also das sieht nicht aus, als wäre... Vielleicht mit der Kamera nochmal irgendwas?
Foto liegt noch was. Ah. Die Scheibe, okay. Das ist das, was ich noch brauche auf jeden Fall. Neben dem Dolch. Also einmal die Scheibe rein. Dann speichere ich jetzt nochmal. Oh, warte mal, was ist das da? Was? Kennzeichnung? Nee. Okay, das ist anscheinend nicht relevant genug. Jetzt nochmal raus. Jetzt, also ich habe ja jetzt alles eingesetzt, außer den Dolch. Der Dolch ist das Letzte, was noch fehlt. Wünsche mir Glück, gespeichert ist. Mal gucken. Ein Glied fehlt in der Kette. Kann ich nicht hier irgendwie... Nicht hinter den Schrank? Umwerfen vielleicht. Warte mal. So. Nehmen wir doch einfach mal den Ring. Wenn der sonst nirgendwo zur Verwendung kommt. Tja, scheiße, ne? Nein, jetzt steht draußen vor der Tür neben der Krankenschwester und haut mich um. So, wir haben den Dolch. Mach rein damit. Ab zur Tür. Nochmal speichern. Better safe than sorry, ne? Man kennt's. 42. Die Antwort auf alles. Also jetzt muss mit dem Safe muss es ja jetzt klappen. So, Dolch des Melchior. Ich hau mir nochmal so ein Ding rein, falls jetzt gleich irgendwas kommt und rein. Sesam, öffne dich. Do what Mommy tells you now. I just want you to lend me a teeny bit of your power. That's all. No. I don't want to do it. Schwierig. It will make everyone happy, and it's for your own good, too. Oh, but Mommy, I just want to be with you. Oh, good. Just two of us. Please understand. Oh, yes, I see. Maybe Mommy has been wrong. Mommy! Why didn't I see this before? There's no reason to wait. Herein lies the mother's womb, containing the power to create life. I could have done it all myself. Mommy? Bisschen wild, was da abgeht tatsächlich. Okay, wir haben neue Zimmer. Ist das jetzt das alte Häuslein noch hier oder was? Okay, wir haben doch keine neuen Zimmer, wir haben einfach nur klemmende Schlösser. Treppe runter. Ich gehe jetzt nicht die Tür wieder nach Hause. Ist das jetzt das Haus von denen oder was ist das jetzt? Auf jeden Fall ist es eine sehr lange Treppe. Und ein sehr langer Ladebildschirm. Ah. Well, well, well. To think you'd make it this far. Where's Cheryl? What have you done to her? What are you talking about? You've seen her many times, restored to her former self. What? I'm in no mood for jokes. Don't you see? She's right there. That's absurd. You
Why? Why are you doing this? It's been a long 7 years. For the 7 years since that terrible day, Alessa has been kept alive, suffering a fate worse than death. Mm-hmm. Alessa has been trapped in an endless nightmare from which she never awakens. He has been nurtured by that nightmare, waiting for the day to be born. Okay, welchen Dämon habe ich jetzt gesammelt hier? Finally come. The time is nigh. Everyone will be released from pain and suffering. Our salvation is at hand. This is the day of reckoning, when all our sorrows will be washed away. Das ist wild. Turn to the true paradise. My daughter will be the mother of God. Kannst du das bitte nicht machen? Außer Harald. If that person no longer exists, this is a god descending among us to reach out and save us. Ja, das hat ja super funktioniert für dich. Okay. Irgendwo ein Trafo, den ich deaktiviere. Oh Gott, es britzelt. Wie ist das? Kann ich auf dich schießen? Das ist alles ein bisschen sehr verwirrend hier. Also dranlaufen, irgendwie Nahkampf oder sowas funktioniert schon mal nicht. Schieß auf deine Tochter. Okay, das funktioniert zumindest schon mal nicht mehr. Ich baller jetzt einfach alles rein, was ich habe und guck, ob es funktioniert. Wenn nicht, dann nicht. Habe ich ein bisschen was? Ah, Reload. Okay, reinschießen hilft. Guter Grundsatz, an den es sich immer zu klammern hält. Daddy. Oh nein. Cheryl. Thank you, Daddy. Goodbye. Was? Okay, tschüss. Cheryl? Can't be. Can't leave like this. This can't be happening. Cheryl? Cheryl! Goodbye. Okay. Wir haben ein Ende gesehen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das Ende ist. Also ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was in die andere Richtung, weil mir ist bestimmt ein bisschen was entgangen. Wir werden definitiv in dem Retro-Slot ein anderes Spiel demnächst dann machen. Das ist an der Stelle so weit, weil, ne, wir haben ja gesagt, wir spielen es einmal durch. Das ist hiermit geschehen. Auch wenn das Ende ein bisschen sehr unbefriedigend war tatsächlich, aber ich habe es zumindest einmal durchgeschafft. Nicht so wie früher immer. Es gibt die Möglichkeit tatsächlich im Stream, dass wir das als nächste Serie haben. Die Chance ist relativ gering, weil es wird ja immer durchgewürfelt. Aber auf jeden Fall ist die Silent Hill Serie da jetzt mit drin. Das heißt, wir werden irgendwann das erste Ding auch im Stream mal behandeln. Und ich denke, über da werde ich dann eher nochmal mit Guides und irgendwas auf
auf das gute Ending gehen. Wenn das zu lange dauert, kann es auch sein, dass es vielleicht nochmal im Retro-Zeug oder in dem Retro-Format hier nochmal vorkommt und wir das dann nochmal versuchen. Aber ich habe jetzt halt Bock, nochmal ein paar andere Games zu behandeln. Ja, deswegen werden wir jetzt an der Stelle nicht einfach sagen, wir spielen aufs gute Ende. Vielleicht schneide ich es aber auch einfach nur nochmal als extra Folge nochmal dazu oder so. Irgendwie bin ich nicht ganz so zufrieden mit dem, wie es jetzt hier ausgegangen ist. Nichtsdestotrotz, sehr, sehr geiles Spiel. Also gerade wenn man dann so auf die frühere, zu der früheren Zeit das Ganze behandelt und sowas, sieht das alles sehr, sehr gut aus. Spielt sich sehr, sehr gut. Es macht Bock. Es hat eine sehr geile Story. Und scheinbar ja auch mehrere Enden. Nur hoffe ich mal, dass ich dann irgendwann auch mal ein gutes Ende sehe, weil das hier, das war schwierig. Harry, Sybil, Lisa, Dr. Kaufmann, Cheryl. Wir haben auch nicht viele Charaktere, wollte gerade sagen. Dahlia ist noch dabei. Es sind tatsächlich nicht so viele. Gut. Während der Abspann hier durchläuft, sage ich schon mal vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen, fürs Dabeisein bei dem Projekt. Wie gesagt, beim nächsten Mal. Ich denke mal, diese Woche wird dann jetzt soweit erstmal kein weiteres Retro-Play kommen. Also normalerweise wäre ja jetzt, glaube ich, am Freitag nochmal eins gekommen. Das fällt dann weg. Oh. Die Rollen nochmal hier aufgeschrieben. Was war das jetzt gerade für eine Kamerafahrt? Sybil Bennett, war das alles nur in unserem Kopf? Wir hätten jetzt rein theoretisch dafür sorgen können, dass er überlebt, aber wir haben es nicht geschafft. Das ist Alessa, oder was? Thumbs up. Gillespie. Dann haben wir noch eine andere Dame mit dem Nachnamen Gillespie. Okay, krass. Das habe ich jetzt dann tatsächlich nicht erwartet, dass das nochmal als Ending kommt. Ich denke mal, das kann man dann wirklich nochmal irgendwie beeinflussen. Was zum... Okay. Vielleicht machen wir das dann doch nochmal als Bonus. Vielleicht kommt jetzt am Freitag... Je nachdem, wie ich das die Woche produziert kriege. Vielleicht kommt es aber auch erst am Sonntag oder so, je nachdem, wann der fertig ist. Nochmal als Abschluss ein kleiner Bonus mit dem guten Ende. Dann wirklich halt auch bewusst mit Guide ein bisschen zusammengeschnitten, so die schwierigen Knackpunkte einmal zusammengefasst. So, dass wir dann beide Enden auf jeden Fall in dem Let's Play haben. Ich glaube, so mache ich das. Mode Normal, Game Clear 1, Ending Bad. Ja, da haben wir es nämlich. Saves 42, Continues, Total Time, Walking, Running, Distance, Items 156 von 204. Defeated Enemy by Fighting, Defeated Enemy by Shooting, Shooting Style, Short Range Shots. Your Rank, 4 von 10 oder was? Ist ja schon ein bisschen läppsch. Ne, 9, ach, keine Ahnung. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das so. Von wegen, es gibt keine Folge mehr, weil ich mich in die Vorproduktion begebe. Nö, dann machen wir das einfach so, dass ich über die Woche hinweg das Spiel nochmal hin und wieder mal nachmittags spiele und einen kleinen Zusammenschnitt mache und wir dann in der nächsten Folge so gesehen nochmal das Good Ending hoffentlich kriegen. Und dann aber an der Stelle auf jeden Fall generell erstmal vielen lieben Dank fürs Zusehen, fürs Dabeisein, fürs Reinliken, fürs Kommentieren und vor allem und überhaupt. Und das war Silent Hill. Is it okay to save? Ja. Da machen wir dann aber File 1. Ersten Dingens. Next 4. Sehr gut. Wie gesagt, nächstes Mal gibt's dann... Ist doch gut jetzt. Lass mich doch mal ausreden. Nächstes Mal gibt's dann nochmal eine kleine Bonusfolge. Das war jetzt offiziell das Ende vom Let's Play. Guck gerne nächstes Mal nochmal rein, wie ich mich durch das Good Ending schlage. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Retro-Projekt, bei der Bonusfolge oder einem anderen Projekt von uns. Dankeschön fürs Zusehen. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal und
Tschüssi.